Ja, hallo liebe Freunde und willkommen wieder zu einem weiteren Age Game und wundert euch nicht, warum die Musik so leise ist, das wird gleich im Spiel ein bisschen lauter. Wir spielen MILFbusters mal kurz an, ist eine Version 0.4 und wird produziert von Delicate Games. Ist für Windows, Mac und Android erhältlich in den Sprachen Englisch. So, vorweg. Das Spiel ist noch sehr früh in der Version, was ich so gespielt habe. Es hat so ein paar Mankel, die ich gerne mal auch ansprechen möchte. Es fühlt sich alles noch ein bisschen unrund an, was ich noch ganz, was aber sich weiterhin noch beziehen könnte, dass es besser wird. Ich hoffe mal ja. Das Problem ist, der Artstyle gefällt mir sehr gut, weil ich diesen, das ist so der Dirty Artstyle, sage ich mal gerne dazu, weil man merkt, dass das alles selbst karikaturmäßig gezeichnet, was auch alles sehr gut ist, integriert in den RPG Maker mal wieder. Aber der Style gefällt mir einfach sehr, sehr gut. Ich mag das wirklich gerne sehr, weil ich finde, wenn du deinen eigenen Style in dein Game reinbringst, bringt es nochmal wieder so einen ganz eigenen, freshen Look mit dazu. So, wundert euch nicht, der Style ist nicht ganz, das ist kein Clean Style, sagen wir mal so, sondern das ist eher mehr so, man sieht wirklich den Cartoon Style in den Dingen. Das sehen wir auch gleich bei den Zoff, wenn das jetzt hier gleich losgeht. Schon mal ganz kurz vorweg zur Story. Das erste, was wir lebten in der Familie zusammen, Mutti, zwei Schwestern, die wir auch gleich treffen. Genau, Age. Das Thema hier ist ein kleines Problem, was ich noch habe, aber das erkläre ich gleich nochmal. So, ihr könnt den Raum hier über diese blinkenden Icons verlassen. Und das meine ich halt, dieser unsaubere Cartoon-Style. Gefällt mir aber. Deswegen habe ich das Spiel gerne mit reingenommen, weil mir dieser... Ich glaube, das Spiel ist trotzdem noch ein bisschen zu leise. Kann das sein? Naja, bei mir auf den Ohren schallert es hier unten nicht. Ich lasse es einfach mal so. Ihr seht selber, mir gefällt aber dieser Stil sehr gut, weil das hat was Eigenes. Auch, dass man hier irgendwie noch die Rundung noch drin sieht. Seht ihr das? So bezeichnet man halt ein, diese Sketch-Arts sind noch mit drin, wo man anfängt, Gesichter aufzumalen. Trotzdem hat das was, wenn man anfängt, etwas so wiederzugeben in so eine Art eigenen Style. Es muss nicht immer alles clean und sauber aussehen. Es kann auch mal eine Art Dirt Art sein, sage ich mal so. Oder besser gesagt nochmal so eine Art, dass es unsauber wirkt. Aber für mich, meiner Meinung nach, alles soweit ganz gut. Das wird wahrscheinlich nochmal gecleant werden. Ich denke mal schon, ist wahrscheinlich jetzt für den ersten Prozess vielleicht gar nicht mal so verkehrt. Hier sehen wir schon mal, es ist zum Beispiel ein bisschen cleaner wieder alles geworden. Naja, gut, außer die Handfläche und dies und das. Aber ich weiß nicht warum, aber ich mag das in den Stil, weil der Stil doch schon etwas gewagt ist. Nicht jedem wird das auf alle Fälle gefallen. Ich persönlich finde das aber nicht schlecht, weil es sich mal von der Masse ein bisschen abhebt. So, wir sollen das bei den Girlies entschuldigen. Das machen wir auch. Hier, unser Style ist zum Beispiel relativ glatt, was mich relativ wundert. Der ist noch relativ noch... Wahrscheinlich kann das alles aber noch kommen. Das könnte ich mir eher vorstellen, dass das alles nochmal geglättet wird. Ne? So, wir entschuldigen uns erstmal mit den ganzen Girlies. Das ist gar kein Problem. Wobei ich gleich noch zu sprechen komme, ist das... Genau, Jesse kommt raus. Wir sollen ihr nochmal Towel und sowas alles noch geben. Das kriegen wir alles hin. Schauen wir alles. Das ist die große Schwester. Das eine war die andere kleinere Schwester. Kein Problem. Kriegen wir einfach alles mit denen. So, dann nehmen wir mal... Ja, komm, die Patty behalten wir einfach mal. Why not? Können wir mal behalten. Warum? Keine Ahnung. Hat keinen ausschlaggebenden funktionalen Trip im Moment. Also von daher alles okay. So, Mom ist in der Küche. Macht ein bisschen Futter fertig für uns. Ich weiß nicht, ob das noch geglättet wird oder ob das Absicht ist in den Style. Kommt immer ganz drauf an. Müssen wir halt sehen. So, wir sollen einkaufen gehen. Und jetzt gleich kommen wir in den Style, den alle Leute hassen werden. Der RPG Maker Style. Ich passe noch mal eben ganz kurz. Übrigens, was ich mal sagen muss, das Ding hat ein Fullscreen. Also man kann es auf Fullscreen stellen. Wow. Ist mal auch mal eine Neuerung für so eine Dinger. Ich habe jetzt mal ein bisschen die Musik lauter gemacht. Ich hoffe, jetzt schreit sie uns nicht. Über die Ohren. Ich denke mal, mit 70% dürften wir schon zufrieden sein.
War ein bisschen schwer, die Musik einzustellen. Übrigens, hier könnt ihr auch das UI einstellen. Müsst aber hier nicht großartig rumexperimentieren. Nur wenn ihr Bock habt auf Formation, Dies, Equip, Skill. Das Einzige, was euch interessiert, ist die Kohle. So. Und die Items. RPG-Maker-Style, typisch. Völlig. Ich finde es zu überladen, wenn ich ehrlich sein darf. Es ist zu überladen. Weniger tut hier besser. Ne? Ein paar mehr Sachen rausnehmen. Ich finde das einfach. Wir werden jetzt auch gleich merken, wenn wir durch die Town gehen oder so. Das Teil ist völlig überladen. Dann. Ein kleiner Tipp noch vorweg. Oder besser gesagt, für den Entwickler würde ich das als Tipp nehmen. Für die Missions. Es ist. Boah, es ist so. Das ganze Game ist einfach so vollgepackt mit verschiedenen Wegen, die du gehen kannst, wovon du jetzt erstmal noch überhaupt bei den ersten Durchlauf nicht mal einen Schiss Ahnung hast. Das machen wir jetzt auch mal. Wir gehen mal nach hier oben lang. Ach, wir müssen nach Michelle. Scheiße. Na, dann gehen wir da mal eben runter. Michelle will nämlich hier unten rumhampeln. Warte mal, war da auch noch was? Jetzt habe ich das. Jetzt kann ich auch nicht raus. Ah, jetzt habe ich aus Versehen auch noch was anderes aktiviert. Ich hoffe, das öffnet sich jetzt nicht während des Spiels. Ich klicke aber schon mal gleich raus und bin wieder in der Szene drin. Das ist Michelle. Michelle ist so diejenige, die euch überall hinfährt, wo ihr hin müsst. Ihr seid hier unten gerade in der Mall und ihr wollt aber zum Einkaufsladen. Wir müssen uns gut bei Michelle festhalten. Das ist ganz normal. Das muss halt sein. So, jetzt geht's ans Einkaufen dran. Wir sind hier unten, nicht vergessen. Auch das hier. Ist okay, dass viel angeboten wird. Alles in Ordnung. Auch, dass Charaktere dabei sind. Finde ich auch alles in Ordnung. Ist ja auch alles nicht so schlimm. Nur das Problem haben wir nachher bei einer Storyline-Quest. Ich weiß nicht, ob sie weiter fortgezogen worden ist oder nicht. Wir sollen übrigens noch Alkohol kaufen, aber wir dürfen keinen Alkohol kaufen, weil wir noch keine 18 sind. Irgendwie haben wir das noch nicht hingekriegt. Da treffen wir Marion wieder. Die ist aber noch nicht Teil des Spiels drin. Kommt aber später raus. So, wir sollen ja Alki vom Mami kaufen. Wir können ja auch jeden ansprechen. Another Kid, Desperate Woman, Customer. Alle haben so ihre Art Sachen. So, aber welchen Wein soll ich kaufen? Wird hier gefragt. Ja, dann gehen wir mal eben ganz kurz zu unserem berühmten Headache, Crackhead, unserem Parkpenner, den jeder haben muss. Und der wird uns zeigen, was für einen Wein wir holen sollen. So, bumm, er dreht durch, beide das Teil. Wow, Mami ist happy nachher für den Wein, die Dosierung. So, Mensch, so, back home, ja, let's go. Abfahrt, geht wieder ab nach Hause, sie bringt uns immer nach Hause. Und Michelle ist übrigens hier die Nachbarin. Ne? Wundert euch also nicht. So, wir gehen also rein. Bub. Haben alles abgegeben. Dann geht's ab zum Dinering. Essen wir ein bisschen Diner. Blam, blam, yam, yam. Schmatzi, schmatzi. Sie scheint nicht gerade sehr begeistert zu sein. It's alright. Boom. Alles erledigt, gefuttert und durch. Storyline ist soweit. Es ist noch nicht so richtig zu sagen. Es fängt ganz gut an. Aber es endet irgendwie noch ganz ein bisschen komisch. So, bei Mom muss ich mal eben ganz kurz einen Cut setzen. Aber ich denke mal, ich haue hier einfach nur ein Dingses rüber. So, der Mami ist völlig besoffen und ja, der Wein war wohl zu gut. Und ja, das war's eigentlich schon. Und wir gehen zurück ins Bett und ach nee, haben dann noch eine kleine Szene. Die cutte ich mal aber eben raus und wir sehen uns gleich wieder. So, kurz vorweg, was ist passiert? Wir haben Michelle beobachtet, die sich gerade etwas umgezogen hat. Dabei haben wir uns mal gedacht, etwas Saft zu entleichtern und wurden dabei von unserer kleinsten Schwester oder der jüngsten Schwester beobachtet, die das doch sehr amüsant fand, weil sie gedacht hat, meine Güte, was für ein Saft da. So, hier kommt so eine kleine Szene. Ich weiß nicht, ob das noch bearbeitet wird oder nicht. Wo wir einen Traum haben, wo Dad uns Give Me Your Hands on. You have to find this. That. Und das Ball, I catch. Und dann fängt das ganze Blut an. Da wird wohl eine Storyline aufgebaut. Mal gucken. Weil unser Vater stirbt jetzt. Oder besser gesagt, Dad stirbt jetzt.
Kommt die Polizei an in den Kitchen, erzählt uns, dass Freddy gestorben ist. Nächste Zeit ist Beerdigung. Die typischen traurigen Themen, die dann im Spiel mit reingehen. So, Tante ist auch dabei, lernen wir aber noch nicht kennen. Alles noch sehr früh, aber es kommen so ein paar Characters hier reingeschneit, von denen ich mir erwarten würde, dass sie später im Spiel reinkommen. Wie zum Beispiel auch Sherry, die überdramatische, durchgeknallte Psychotante. Dann haben wir hier noch Michelle mit dem Sohn, der einen Lolli mit dabei hat, Giulio. Und der kriegt erstmal Würgegriff als feinste Ecke. Naja, ob er dann noch irgendwann wieder atmen wird, ist eine andere Frage. Die Dame hier guckt strange und drückt erstmal die Kippe auf den Sarg von unserem Papa aus. Wie kann sie nur? Crazy Dame. So, I should check on the girls. Jetzt geht also der ganze Pimmelkack erstmal richtig los. So, ihr habt das Problem jetzt, was ich meiner Meinung nach habe, dieses. A will is a dead giveaway. Conform the girls, give Jessica the Polish line from the mall. Look for Miley around the town. Das ist der große Streitpunkt, den ich habe. Do chores, also tu ein paar Gefallen für Mom. Das Problem, was ich hier allerdings habe, ist das, dass man, ich finde es ja schön, dass man das reingeschrieben hat, aber Miley in Town zu finden, das ist ja crazy shit. Ich habe fast eine Stunde gesessen, um immer wieder Miley hinterher zu laufen, um die da zu finden. Ich bin fast hinübergekippt. Die scheiß Town, da fehlt eine Map. Am besten wäre es, wenn man so eine Sache, wenn man zum Beispiel jemanden in eine Town sucht oder dies oder das, ich weiß, es gibt diese grün blinkenden Symbole, aber die gibt es im Town nicht mehr. Und das ist das große Problem. Da muss man alles Text für Text nachlesen und die Map erstmal erkunden. Da zieht Zeit und frisst Zeit weg, die ich mir denke, scheiße, darauf habe ich überhaupt gar keinen Bock, da 5000 Jahre lang rumzusuchen. Ein Filesystem würde vielleicht eventuellerweise helfen, sodass man ungefähr weiß, für eine Hauptquest, wo sich demjenigen oder dementsprechend die Girls befinden. Was kann noch helfen? Eine Map kann helfen mit Icons drauf, wo sich verschiedene Leute an Orten aufhalten oder besser gesagt gerade für sowas, wo sie ungefähr sind. Ne? Das würde unwahrscheinlich helfen. Es kann ja schon reichen, wenn da drauf steht Mall. Es kann schon reichen, wenn drauf steht Church. Ja. Entschuldigung bitte, ich bin heute ein bisschen müde. Aber es würde auf alle Fälle dieses Search and Find System sehr gut umgehen oder besser gesagt besser machen, weil du läufst dir einen Ass ab hier und das schwöre ich euch, oh Gott, ich habe eine Stunde hier rumgelaufen hier. So, wir gehen aber erstmal rein und fangen erstmal an. So, sie ist nicht da, das wissen wir gleich schon vorweg. Miley müssen wir im Town finden. Bei ihr gehen wir rein. Die ist am Game und für sie sollen wir ja was kaufen. So, das kann ich euch gleich alles noch zeigen, weil das habe ich auch soweit hingekriegt. So, Mom gehen wir auch nochmal kurz rein. Mom ist nämlich hier vorne. Und Mom sitzt da mit den Bildern und guckt sich natürlich die alten Memories an, was auch völlig in Ordnung ist. Kann man hier auch nachvollziehen. Ist ja auch alles nicht so schwer. So, jetzt kommt dieses Ding mit Überladungen an. Es gibt hier eine... Wenn diese blinkenden Punkte aufleuchten, heißt das hier zum Beispiel im Haus, dass ihr da etwas machen könnt. Es gibt auch kein Timesystem, gar nichts. Ich klicke jetzt hier einfach rauf, weil wir sollen normalerweise Essen für die kochen. Kann ich euch mal zeigen, wie das kurz funktioniert, weil ich bringe euch hier mal ein bisschen rein in das Spiel. Die Ideen sind ja gar nicht mal so schlecht. Die Ideen sind wirklich gut. Nur halt, du müsstest schon ein bisschen... Weiß nicht, man müsste schon ein bisschen was reinmachen, wo ich sagen kann, mit dem Finding. Das ist eine richtig Sackgeschichte. So, Jessie's Food. Wir sollen Jessie's Food machen. Ihr seht da oben ein Bild. Wir sollen Brot nehmen, bam. Wurst nehmen, bam. Und ein bisschen Bacon auch nochmal draufstopfen. Und bam. Schon einmal für Jessie das Hotdog gemacht. Mit Bacon. Miley's Food sieht ein bisschen anders aus. Wir nehmen eine Gurke. Bam, haben wir dabei. Ein paar Eier. Immer auf die blinkenden Sachen oben drüber gucken. Dann gibt es noch ein bisschen Speck oben mit drauf. Bumm. Und weil wir gerade mal so frisch sind, gibt es noch ein paar Tomatoes hinterher. Bumm, Essen fertig. Delicious. Geil. Abfahrt damit. Miley ist gar nicht da, nimmt aber ihr Essen mit. Mom.
Mom ist so eine richtige Vegetarierin, die will abnehmen unbedingt, deswegen gibt es heute nur Gurken. Das. Eine Karotte gibt es auch noch oben mit drauf. Potatoes gibt es auch noch mit reingeballert. Oh, nein, Potatoes gibt es nicht mit reingeballert. Das gibt es mit reingeballert. Oben. Und eine Tomate gibt es auch noch mal mit oben drauf. Boom. Schon haben wir mal super Salatteller fertig und das passt. Wir kriegen $15. Ja, und davon ist das Spiel so ein bisschen zu gut proppt. Das zeige ich euch gerne auch mal. Wie gesagt, sonst ist das alles ganz okay, aber, ne. So, wir sind jetzt also hier und holy fucking moly. Ihr werdet denken, ist doch nicht so schlimm, was meckert der denn rum? Erstmal kriegen wir von dem Man hier so die Info, dass, ne, ist der Problem, er wollte eben halt zu Fuddy einen Brief zu stellen. Aber der ist ja nicht da. Dann haben wir das bekommen. So, ihr denkt jetzt, ihr wollt jetzt eigentlich das nächste Event starten. Ihr geht los, es lädt auf und das erste, was starten wird, ist das Smiley-Event. Das startet hier unten übrigens. Oder auch nicht. Oh, ich hasse es jetzt schon. Es ist einfach so schlimm, dieses Rumgesuche. Vorher war sie hier und es gab einen Tritt in die Eier für einen Kerl. Gibt es aber auch wieder nicht, oder was? Oh. Dieses Rumgesuche ist wirklich anstrengend, meiner Meinung nach. Gut, ich guck mal nach. Ist Michelle da? Ja. Michelle kann euch das Ganze noch ein bisschen abkürzen. Und zwar kann Michelle hier, Handsome, wo willst du hin? Die könnt ihr euch noch zum Mall fahren. Ist ja auch alles kein Problem. Mall ist ja auch schnell erreicht dann. In der Mall könnt ihr Supplies, Sachen kaufen, an links und rechts. Ihr seht schon, es wird immer überladener hier. Ne? Hier oben bekommt ihr nachher das Parfüm her, kann ich euch sagen. Müsst ihr für $700 brechen. Um das Supplies für Dingses zu bekommen, müsst ihr hier dieses da, glaube ich, kaufen, war das. Um, habt ihr für $150 mal eben weggewastet. Können wir mal machen, ist ja gar kein Problem. Dann habt ihr dieses schon. Es wird auch irgendwie nicht abgehakt. Das ist immer so das blöde Thema. Normalerweise hätte ich jetzt eigentlich gedacht, dass... Ah, nee. Entschuldigt bitte, ich weiß, wo sie steht. Ach, ich hab's verkackt. Wer ist das? Miley. So, wir gehen mal wieder zurück, weil ihr müsst hier nämlich oben wieder zurück. Dann müsst ihr hier nochmal zurücklaufen. Dann geht ihr hier oben lang. Miley steht nämlich, glaube ich, zuerst hier oben rum. Oh, wir gehen mal hier hoch. Nee, auch nicht. Wo ist sie? Die war doch vorhin hier unten. Normalerweise ist sie hier und kickt einen Kerl in den Nuts. Oh. Da fängt das Ganze schon mal an, wo man sich denkt, oh. Man, why? Und jetzt zeige ich euch mal was. Ich werde euch jetzt mal die Map rumführen. Dann geht ihr hier noch lang und habt noch einen Bereich. Dann geht ihr hier noch lang und habt noch einen Bereich. Dann geht ihr hier noch lang und habt noch einen Bereich. Ihr versteht jetzt also, was ich meine. Map System ist Gold System. So, und hier seid ihr erst am Ende angekommen. Komischerweise beim paar zombie-creepigen Polizeistation. Das ist die Polizeistation. Ich weiß nicht, warum die so ist. Ihr geht dann hier lang. Dann müsst ihr den ganzen Weg wieder zurückschimmeln. Denn, sie, Michelle, bringt euch nur an Orten, die so allgemein wichtig sind. Hier geht es auch nochmal lang, denn hier kommt ihr in die Bibliothek. Oder Library, Entschuldigung. Library. Oh, ihr seht schon mal, wo das Spiel hinfängen wird, ne? Ihr merkt es auch, ne? Was viele Leuten auf den Kopf stoßen wird, ist dieser völlige Überladungssystem. Wird viele ankotzen. Viele werden sagen, oh ne, da habe ich jetzt schon keinen Bock mehr drauf. Da kannst du auch noch, ich glaube, hier gibt es auch noch einen Weg. Warum auch immer hier dieser Kindergartenzirkus gerade ist, ich weiß es auch nicht. Wir geben aber erstmal die erste Quest ab, denn die haben wir mit was schon mal. Bumm, raus. Bumm, da rein. Quest abgeben. Kurzen Cut setzen und dann sehen wir uns gleich wieder. So, bei der Umarmung hat sich nämlich etwas bei uns gemeldet, was ich hätte nicht melden dürfen. So, aber es ist halt passiert. Moms Hilfen. Ich bin mir nicht sicher, ob die das hier meinen mit Moms Hilfe. Wir sollen nicht Gras cutten. Es gibt unzählige Mini-Sachen. Das Gras cutten, ihr seht selber, einfach nur mit dem Mauszeiger darüber gehen. Von der Nachbar könnt ihr auch nochmal gleich Gras mitcutten. Ich meine,
Man überlege sich, gerade ist der Vater gestorben. Was machen wir? Schneiden erstmal Gras. Naja, gut, okay. Jeder hat eine andere Art der Trauungsbewältigung. Und warum geht das jetzt nicht weg? Ah, nee, hups, da oben geht's noch weiter. Ich wollte gerade die Blumen wegmachen, aber ja, manchmal auch ein bisschen unnatürlich auszusehen. So, pup, wenn ihr fertig seid, Mom kommt raus. Wow, you did a great job, boy. $10 for you. Ich habe nichts gegen RPG-Makers in eigentlich Großen und Ganzen. Viele Leute spielen auch ganz gerne mal RPG-Makers, was ich auch vollkommen unterstützen kann. Hier ist übrigens der Polizist, glaube ich, ne? Der sieht echt aus wie ein Zombie. Was ja auch eigentlich gar nicht mal so schlecht ist. Ich sag ja auch, da steht sie übrigens. Das ist die. Das ist Miley. So. Und die kickt erstmal den Kerl voll in die Nuts. So. Und dann ist gut. Sie haut ab und gut ist. Jetzt läuft sie weg. Und jetzt heißt es, find her, find her, find her. Und er läuft diese ganze abgefuckte Premium-Weg-Story-Mission weiter ab. Das ist da so, wo ich mir denke, da kotzt mein Gehirn von. So, nächstes, wo Miley sich rumtreiben wird, ist hier oben. Das kann ich mir hier auch nochmal zeigen. Da ist sie. Findet die aber erstmal. Wenn ich das jetzt nicht gewusst hätte, was glaubt ihr, wie oft ich gerade ein paar Reihen rumgerannt bin? So, dann ist die auf einmal weg. Hä? Wo ist denn jetzt schon wieder hin, denkst du dir? Ja. Weg. Weg. Mysteriöse Art und Weise weg. Übrigens, hier gibt es auch noch ein kleines Minispiel. Ihr könnt Basketball mit jemandem spielen. Drückt darauf, macht Yes. Der Cheatcode ist rechts. Ihr werdet immer gewinnen. Und $25 für kriegen. Ist aber nicht der Jackpot. Nein, die ist jetzt unten im Town. Glaube ich, habe ich das Gefühl. Glaube ich. Ich glaube es. Dass sie hier irgendwo rumgeistert, oder? Ach nee, scheiße. Die ist nicht im Town. Pass auf, wo sie jetzt ist. Denn ja, das ist das Thema. Wenn du nicht weißt, wo jemand ist und du hier wie ein Geisteskranker, vor allen Dingen, du spielst gerade das erste Mal das Spiel und du bist hier am Rumsuchen, wo ist denn jetzt derjenige hin? Und vor allen Dingen, du kennst eine Map. Eine Map ist unwahrscheinlich essentiell, gerade für RPG-Makers in der Richtung her zu wissen, nein, das war der Kindergarten. Seht ihr, jetzt verlaufe ich mich ja auch schon wieder. Es ist schon wichtig. Ach komm, Michelle, nehme ich mal mit. Michelle ist zwar eine Hilfe. Yes, bitte zu Church Tower. Clock Tower bringen, bitte. Da ist sie nämlich jetzt. Beim Clock Tower ist sie und dann, genau, jetzt überlegt er das Parfüm, was heute Morgen kaputt gebrochen ist, das wir ja gehört haben, das kaputt gegangen ist. Übrigens, ihr müsst aber trotzdem den ganzen Weg wieder zurücklaufen, also glaubt nicht, dass ihr hier wieder rauskommt, ne? Ich habe jetzt schon ein bisschen, wie gesagt, ich habe eine Stunde in das Spiel reingesteckt, nur um diese paar Minuten, die ich euch hier gerade präsentiere, zu zeigen. Ne? Und da ist sie und das Letzte, sie meckert rum, dass das letzte Parfüm weg ist. Und sie will da mal im Internet kugeln. So, der Kerl hier oben, das ist der hier mit dem Parfüm, was ich vorhin schon gesagt habe, will dann $700 für das Parfüm haben. So, Special. Sagt dann $700. So, jetzt wollt ihr Geld haben. Könnt ihr auch haben. Die Ideen, alles soweit gar nicht mal so schlecht. Wird, denke ich mal, noch gar nicht mal so übel werden. Aber unheimlicher Verbesserungsbedarf. So, ihr geht zu der, weil ihr von der hier $30 kriegt. Das war das erste Mal, wo ich das mitgekriegt habe, dass man auch ordentlich Kohle abziehen kann. Let's do it. Oben, unten, links, was hat sie jetzt gemacht? Oben, unten, links, unten. Das ist die Move-Kombination. Oben, unten, links, unten. Kommt die ganze Zeit. Und bekommt aber $30 dafür. Oben, unten, links, unten. Oben, unten, links, unten. Oben, unten, links, unten. Oben, unten, links, unten. Wisst ihr, wie mir das schon langsam aus dem Hals heraus hin? Aber das ist okay. Kann ich alles noch nachverkraften. Aber problematisch ist es halt, dass ich jetzt $700 verdienen muss für den ganzen Rotz. Und die habe ich jetzt hoffentlich schon zusammen. Das wusste ich aber vorher noch nicht. Was glaubt ihr, wie oft ich das machen musste, weil ich Geld ausgegeben habe? Und zwar an den Ständen hier. Da habe ich ein bisschen Geld ausgegeben. Ja, und schon sind die $700 weg. Habe ich insgesamt 15 Mal diesen Tanz machen müssen. War begeistert.
So, wir sollen das Parfüm kaufen, weil das sollen wir ja schenken. Kaufe ich, habe ich. Und jetzt bin ich da, wo ihr auch vorher alle gehangen habt. Ich weiß nicht, wo es weitergeht. Bin dann hier rumgelaufen und suche und suche und suche sie. Klar könnte ich mir jetzt ein paar Hilfen mit dazu nehmen. Vor allem das Problem ist auch, sie könnte hier irgendwo stehen und man übersieht sie einfach. Weil sie irgendwie auch nicht, klar, ne, sie wirkt halt, du kannst es halt nicht richtig sehen alles. Ne? Das ist das ganz große Problem in diesem Spiel. Die könnte jetzt neben mir stehen hier oben. Ich würde es nicht mehr mitkriegen. Map drauf wäre gute Idee oder Filesystem. Eins von diesen beiden Dingern wäre auf alle Fälle eine gute Idee. Damit man Bescheid weiß, was man denn überhaupt zu tun hat. Übrigens, ich zeige das auch nochmal ganz kurz vorweg, damit ihr das auch nochmal gesehen habt. Weil es ist schon, das hier könnt ihr Limonade verkaufen. Braucht nichts machen, kommt $10. Ne? Ja, also, das ist das Thema halt, was ich meine. Es hat seine, Milfbusters hat seine guten Seiten. Aber es hat auch noch sehr viel Verbesserungsbedarf, das noch verbessert werden sollte. Weil ich denke, viele werden sich abgeschreckt fühlen von diesem Rumgelaufe und dies und das alles und werden genervt sein davon, sowas dann zu spielen und immer irgendwie auf so eine Art Erkundungsmission zu gehen. Der Artstyle gefällt mir immer noch sehr gut, den mag ich wirklich sehr, der ist gar nicht mal so schlecht. Aber am restlichen Gameplay muss noch ein bisschen mehr gearbeitet werden dran. Ist zwar eine 0.4 Version oder 0.4, ich muss mal eben, wartet mal. 0.4 Version wird, denke ich mal, noch Verbesserungspotenzial bekommen. Aber bisher aktuell, ich hoffe, dass, wie gesagt, diese Pfeile oder eine Map, irgendwas in der Richtung noch mit reinkommt, damit man jedenfalls weiß, wo die Leute sich aufbehalten, damit man sowas jedenfalls nicht so, wenn es nur die Hauptcharakter sind, die brauchst du ja auch als einziges nur, ne? Aber dass du dann jedenfalls weißt, wo die Leute sich rumtreiben. So, auf diesem Wege bedanke ich mich recht herzlich fürs Zusehen, wünsche euch einen schönen Tag, schönen Abend, schöne Nacht und bis zum nächsten Mal.